Jetzt aber der Fehlpass und der Entlastungsangriff der Berner. Moser versucht es alleine und trifft. Der SC Bern geht in Führung in der 14. Spielminute mit dem Shorthander von Simon Moser. Enteilt da der Genfer Defensive nach dem Fehler in der Offensive und ist dann völlig unbedrängt. Hat lange Zeit, schaut, ist ein Mitspieler mitgelaufen, entscheidet sich dann selbst abzuziehen und macht mit dieser Entscheidung alles richtig, erwischt Gauthier. Dreimal hat er einen Assist beigesteuert. Jetzt die Chance für Andersson und das 2:0. Kalle Andersson in der 16. Spielminute erhöht der schwedische Verteidiger für den SC Bern auf 2:0. Andersson bereits mit seinem 9. Saisontreffer ist da völlig frei und lässt Gauthier Teklu keine Abwehrchance. Mit diesem satten Schuss auf der Fanghandschuhseite erwischt er da den Genfer Schluss. Praplan mit dem Fehlzuspiel direkt auf Linus Omark. Zur Scheibe kommt zur Mitte und dann liegt der Puck im Tor. Anschlusstreffer für die Servetien. Noch keine Minute gespielt. Linus Omark bedient Richard und der legt in die Mitte, wo Joel Vermin ganz alleine steht und heim. Wieder heim mit der Chance und dem Zuspiel und dem Treffer von Simon Moser. Da ist das 3:1 für den SCB. In der 32. Spielminute trifft Simon Moser zum zweiten Mal am heutigen Abend. Nach der Vorarbeit von André Heim. Schön das Zuspiel in die Mitte, wo Simon Moser nur noch einschieben muss und Gauthier Teklu keine Chance lässt. Temanes. Richard, erneut heiße Szene und da kommt der Anschlusstreffer. Nur noch 2:3 aus Sicht der Genfer in der 44. Spielminute trifft Noah Roth, der einzige Torschütze im vergangenen Spiel gegen Biel, trifft also auch am heutigen Abend und bringt seine Farben bis auf einen Treffer heran. Da hat der Druck zugenommen der Genfer, die da wütrig mit Schüssen eindeckt. Olofsson. Szene läuft weiter, nochmal Olofsson, der da den Puck nicht trifft. Untersander, Konecker. Und dann liegt der Puck hinter Teklu im Tor. Corey Konecker trifft zum 4:2 für den SCB. Sie können also auch auf diesen Anschlusstreffer reagieren und treffen zum 4:2. Wieder liegen sie mit 2 Längen vorne nach dem Treffer von Corey Konecker. Gegenangriff der Genfer über Schakme. Winnig. Scheibe kommt vor das Tor, große Parade Wüttrich und dann ist er trotzdem bezwungen. Erneut kommen die Genfer ran, verkürzen hier auf 3:4 in der 53. Minute. Die Vorarbeit kommt von Winnig und dann darf sich Marco Miranda gleich zweimal versuchen. Das erste Mal scheitert er an Philipp Wüttrich, im zweiten Anlauf klappt.